Okay, Kapitel 2, ein einziger Kampf mit Haku. Als Sasuke in der Aquawakta-Halle 9 Spenden gibt. Ach du Scheiße, was sind... Jetzt sind die ja schon am Ende von Staffel 1. Das war ja der Kampf mit Haku und Zabuza. Gegen Naruto Sasuke. Boah, da haben sie jetzt aber übelst viel ausgelassen. Wenn ich mal so überlege, was da alles so noch drinne war, also jetzt auch im ersten Ultimate Ninja. Das war ja richtig viel. Da war das hier fast das Finale. Naja, gut, kann man halt nichts machen. Und jetzt der letzte Schlag. Für mich ist Haku aber immer noch ein Vibe. Und kein Mann, wie sie es alle behaupten. Und dann kommt ja hier noch schon die Chunin-Auswahlprüfung. Sasuke. Ja, Sasuke. Oder im Deutschen Sasuke. Ja, das schafft Naruto sehr gut. In Shippuden ist er ja immer noch Genin, das ist ja immer noch lustig. Ja, warum? Warum? Ah ja. Verlierer. Also ich habe damals da gedacht, wo der Kampf war und Sasuke da richtig übelst die Nadeln alles im Körper hatte, dass er da wirklich hops geht. Oh Mann, wie viel wurde hier übersprungen. Erster Kampf mit Zabuza und so weiter und so weiter. Nakamanoshi wa hajimete desu ka? Oh, Sequenz. Kore ga shinobi no michi desu yo. Oha, jetzt mit dem Kyubi-Chakra gegen Haku. Oh, Haku, du bist sowas von in den Arsch getreten. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Trotzdem fehlen viele Kämpfe. Verdammt mich. Bandai, ihr... Weiß ich auch nicht. Ja, links, rechts, links, rechts. Komm du zu mir. Komm her, Haku. Ich vermöbel dich so sehr, das wirst du noch bitter bereuen. So, das mit Sasuke. So, Ende Gelände hier. Meine Fresse. Naruto geht übelst ab. Jo. Aber es gab jetzt nicht ganz so viel Rio, aber... Egal, gewonnen ist gewonnen. Mal gucken, was jetzt kommt. Hoffentlich ist das Spiel nicht so saukurz. Na, Zabuza. Da hast du recht. Ja, Zabuza. Oh, Zabuza ist cool. Haku steht im Versus-Modus zur Verfügung. Du kannst jederzeit im anpassen. Anpassung Item Jagd-Ninja-Maske erhalten. Auch nett. Kapitel 3. Ja, wissen wir, wie da kommen. Duell zwischen Kakashi und Zabuza. Stoppe seine Bewegungen mit Sharingan. Zabuza. Skoshi hashagi sugita na. Wah, 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 wah. Dann treten wir Zabuza mal in den Hintern. Malerischer Hintergrund. Ja, na.
Du bist zu gefährlich. Und wie ist der Zabuza da das coole Outfit an? Das erste Mal, wenn wir seine komische Buchse und sowas, die ihm viel zu groß war. Du musst weg. Du musst nach da hinten gehen. Das Hackebeil. Ja, was siehst du denn? Dein Tod bestimmt. Ich wusste es, dein Tod. Yeah, wesen haben sie es hier nicht geschnitten. In der Serie haben sie es geschnitten. Da haben sie ja nur gesagt, du wirst besiegt und alles. Ja, sicher, du wirst besiegt. Genau wie bei der Rückblende mit Zabuza. Er hat ganz viele Gegner besiegt und alle, boah, was ist das für ein Monster? Er hat so viele Gegner besiegt. Aber das Original, er hat die umgebracht. Aber ist ja auch egal. Deutsche Zensur zu kotzen. Zumindest was das Fernsehen angeht. Passt schon. Und gewinne den Kampf. Was, wo bin ich denn? Ach, da. Hab ich's geschafft? Raikiri! Sayonara. Sayonara. Aha, du bist vergiftet. Oh, er jetzt mit dem Schwert. Ja, Raikiri. Fats. Das dürfte das Ende von Zabuza sein. Sayonara. Ach, schön ist ja mit Sharingan. Ist ja seine Bewegung dann dezimiert. Jo. Ich glaube, wenn die ganze Season so durchrattert, dann ist das LP schneller vorbei, als ich gucken kann. Egal. Weil ich das Sharingan habe, du Flasche. Sayonara. Hasta la vista, Phantom. Die Serie gesehen haben, sind jetzt definitiv im Vorteil. Ja, im Original-Japanischen war das echt eine sehr traurige Szene. Die Deutschen kriegen das nicht hin, die deutschen Synchronsprecher. Die kriegen das nicht so emotional rüber. Nur falls ich jetzt die ganze Zeit nur am Meckern bin oder sowas, wirklich, guckt euch den Vergleich an. Guckt euch die Folgen mal auf Japanisch an, wenn ihr sie irgendwo im Internet findet oder irgendwas. Und dann guckt euch mal auf Deutsch an. Dann sagt euch mal, was euch emotional mehr berührt hat. Also ich fand es im Japanischen besser gemacht. Ich lasse diese traurige Szene jetzt mal so passieren. Zabuza Momochi steht nun im Versus-Duell-Modus zur Verfügung. Zabuza Momochi, ihr wollt euch den Wettkampf anpassen. Du hast Klinge der Enthauptung erhalten. Ach ja, stimmt, das ist ja Zabuzas Schwert. Die Klinge der Enthauptung. Du hast Genentraining abgeschlossen, Konoha's Vernichtung wurde hinzugefügt. Ja, das ist auch das nächste Kapitel. Zu Nadesuche Sasuke wiederfinden. Ah, das sind also die vier Kapitel. Oh Mann, die haben wir ja schneller durch, als wir gucken können, wenn das so weitergeht.